Das nennt man meine Belohnungen. Mission erfolgreich abgeschlossen. Tag Nummer 15. Missionen. Mein Tränendrucks Tagebuch. Jo, sofort lesen. Also erst die Tafel rein, nämlich die Blockentafel. Da steht eine 2 dabei, das heißt, rechts unten sieht man es eigentlich schon, wenn man da schaut, da steht Verbe. Das ist der Verbrauch der Tafel. Das heißt, sie braucht 2 Felder, um sie rauszurüsten. Also wenn ich hierher her tun will, sagt sie, geht nicht. Installation hier nicht möglich. Es geht einfach nicht. Die 2 heißt einfach, es verbraucht 2 Felder. Und dann habe ich Blocken mit drin. Yay, ich kann jetzt blocken mit Roxas. Mit Y. Das ist eigentlich richtig cool. Und ich habe auch Stufe bekommen. Erhöht deine Stufe um 1. Das kann man einfach irgendwo hinstecken. Aber nicht die hier. Das ist jetzt ein besetztes Feld für Blocken. Das hier. Das kann ich nicht machen. Geht einfach nicht. Aber ich kann Stufe hier machen. Dann erhöht sich die Werte. Da sieht man sogar, was sie erhöht. Die LP erhöhen sich, die Stärke, Magie, Abwehr. Eigentlich fast alles. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich hau noch einen Potion rein, glaube ich. Gleich noch eins. Ja, ich brauche noch ein paar Potions. Die werde ich noch alle gebrauchen. Könnt ihr mir glauben. So. Missionen. Zuerst Bericht. Roxas Tagebuch. Ein neuer Eintrag. Oh. Hatte ich nicht gelesen den Tag 9? In den letzten Tagen haben mir die anderen gezeigt, wie man kämpft und Missionen erledigt. Und sie haben mir mehr über die Organisation und mich erzählt. Ich weiß noch immer nicht, was ein Herz ist. Aber anscheinend existiert man ohne eins nicht. Also beschloss ich zu helfen. Wieso bist du dann da? Mit genug Herzen kann ich Kingdom Hearts vervollständigen. Dann werde ich komplett sein. Eintrag 4, Tag 14. Axel und ich haben eine Mission in Twilighton erledigt. Danach haben wir wieder ein Eis auf den Uhrenturm gegessen. Ich auch! Aber nicht auf den Uhrenturm, sondern hier. Vor meinem Tisch. Er meinte, Freunde würden sowas tun. Oder mit einer Lachen. Heißt das, wir beide Freunde sind? Tja, man weiß ja schon, Roxas. So, es geht mal direkt hier los. Yay, und meine gelbe Leiste ist wieder etwas höher. Das heißt, ich kann wieder meine Limits schön machen. Und kann man Items eigentlich auf Kurztasten legen? Ja, kann man. Cool. Ist jetzt auf Kurztaste, auf B habe ich es getan. Auf A ist Feuer, auf B ist Potion. Das heißt, wenn ich jetzt die Kurztaste wähle, und dann je nachdem A oder B drücken. Je nachdem, was ich brauche. Roxas, ich habe eine Handvoll Missionen für dich. Einige sind verpflichtend. Aber du bestimmst trotzdem selbst, wie du viel arbeitest. Die Reihenfolge kannst du auch selbst bestimmen. Fang mit der Mission an, die dir am leichtesten erscheint. Einige der Missionen. Moment. Hat was im Mund. Die du von der Organisation erhältst, sind verpflichtend! Da ist ein Schlüsselschwert dabei. Nachdem alle verpflichtenden Missionen erledigt sind, kannst du im Datum voranschreiten. Oder erst die gesamte Missionsliste abarbeiten. Je nachdem, wie man will. Zeige deine Ausdauer. Oh, das wird ziemlich hart. Aber ich will zuerst hier mit wen reden. Nämlich mit... Hier, Shion. Sagst du schon was? Nein, noch nix. Die ist auch ziemlich sprachlos, wie Roxas am Anfang. Deine Arbeit ist um einiges besser geworden. Einiges. Ehrfurcht erweckt. Bitte nimm das hier. Ja, man bekommt hin und wieder was. Ein Allheilmittel. Cool. Nummer 13. Roxas. Nimm das, setz es ein, wie du willst. Ein Äther. Also hinüber bringt sich das was, mit denen zu reden. Bekommt man Items, was interessant ist. Sollte man also tun. Stimmt, dass du so langsam dazu lernst? Vielleicht sollten wir dich. Ach, egal. Vielleicht sollten wir dich. Dum, dum, dum. Wir alle brauchen ab und zu mal eine Pause. Ah, ihr auch? Okay. So. Okay, bei den Missionen. Besiege, die ich betrachte, ist ein Muss. Der Rest ist kein Muss. Wenn ich jetzt sofort die herstelle, kann ich in den Tag voranschreiten, aber ich mache das meistens so, dass ich die mache, die ich nicht machen muss. Einfach so. Ja, das ist ja ziemlich lustig. Zeige deine Ausdauer. Diese Missionen sind ziemlich schwer.
Dieses Mal schätzen wir anhand deiner Kampffähigkeiten ein, wie gut du für zukünftige Missionen geeignet bist. Beweise deine Ausdauer, indem du eine Minute in der Arena im Schloss überlebst. Kämpfe oder fliehe. Aber was immer du tust, tu es schnell! Info. Du wirst schnell feststellen, wie wichtig Purzelbäume für dich sind. Okay. Dann schauen wir mal. Und auch Blocken ist jetzt dabei. Also die Ausdauer. Hier haben wir mal einen Gegner, den wir bis jetzt noch gar nicht gesehen haben. Der heißt Dämmerling. Und ich kämpfe natürlich lieber. Die halten alle, no, irgendwie was aus. Und ich kann natürlich Purzelbäume schlagen, um auszuweichen. Man kann jetzt davonlaufen, man kann kämpfen. Es ist so, wie ihr wollt. Ihr könnt euch auch Items einsetzen. Aua. Das war knapp. Abgehen! Oh, ich wollte. Wie lange das dauert, bis er reagiert mit dem Limit? Das ist arg. Also, das geht nicht sofort, Leute. Nein! Das dauert eine Zeit, bis Rock das Limit einsetzt. Gut, dann kämpfe ich halt! Dann kämpfe ich halt! Ihr könnt mich gern haben, ihr Dämmerlinge! Was ihr auch immer seid, ist keine Herzblut. Die wird ein bisschen anders aussehen. Komische Gegner. Kommt ganz schön rein. Halleluja. Los! Jetzt geht's los! So muss es sein. Nochmal? Was sowas von! So kann man auch aufbäumen. Ah, okay. Das ist gar nicht so einfach. Okay, jetzt mal ernsthaft. Eins! Null! Juhu! Hingekriegt! Ja! Puh! Das ist gar nicht so einfach, Leute. Oh Mann! Da müsst ihr ganz schön aufpassen. Ich kämpfe lieber, als wie abzuwarten, dass sie zu mir kommen. Wie läuft die Arbeit? Alles okay? Ja, kann mich nicht beklagen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dafür gibt es einige Taler und ein paar Erfahrungspunkte und wieder mal ein Feuerrezept. Das kommt in letzter Zeit sehr oft vor. Tag 16. Die Tage vergehen trotzdem. So, sind bei der Tafel eigentlich die Potions raus? Ja, okay. Das ist nicht so das Problem, aber ich habe noch einen Haufen Potions. Ein Allheilmittel habe ich auch gekriegt. Heilt negative Effekte beim Anwender. Und das ohne Umschweife. Es gibt zwar jetzt nicht so viele Zustände im Spiel, aber es ist doch zu gebrauchen. So, auf geht's zur nächsten Mission. Wenn die auch so hart wird, dann Mahlzeit. Obwohl, ich glaube, das war ziemlich hart. So, die Zeige deiner Ausdauer ist fertig, die könnte man nochmal machen, aber wozu? Sammle Herzen in Twilight Town. Und es gibt 7 Schatzkisten! Hier sieht man auch, was der Erfolgsbonus ist, wenn man alles macht. Und dann gibt es noch einen Zufallsbonus. Der Zufallsbonus, wie ihr schon sagt, ja, der ist zufällig. Besiege gemeinsam mit Maluxia herzlose Entweiter und sammle Herzen. Nimm dich auch vor Unheilskraut in Acht. Töte es, indem du seine Samen durch Blocken zurückwirfst. Ah, hier lernt man das Blocken. Okay.
Also soll man zumindest lernen. Das ist gar nicht so einfach wie in Kingdom Hearts 1. In Kingdom Hearts 1 war das Blocken wirklich einfach. Also man musste nur so drücken und schon konnte man blocken ohne Ende. Also das war sehr einfach. Hier haben sie es etwas schwerer gemacht mit Blocken. Roxas ist... sein Block ist nicht so effektiv. Aber er ist nicht zu unterschätzen, also... es geht. So, ist hier unten irgendwas? Hallo, Herzlose, wo seid ihr? Sammle Herzen. Diese Mission werden wir noch sehr oft kriegen, weil Roxas halt das seine Aufgabe ist. Herzen zu sammeln! Herzen! Für die Organisation im alle Herz bekommen, auch Roxas! Yeah! So, hier ist die erste Schatzkiste. Aber ein Pyrospitter, hier geht es nicht weiter. Das ist diesmal nicht geschlossen, sondern geht es ernsthaft weiter. So, das war ein Push. Das war ein Herzloser. Normalerweise werden nur Herzlose hier auf der Karte angezeigt. So, hier ist auch eine Kiste. Alle Kisten will ich haben. Ja, die kann man leider nicht zerstören. Leider. Ein Feuerrezept schon wieder. Wieso gibt es so viele Feuerrezepte? Wieso bloß? Und der Angriff von Maluxia ist richtig cool, wie ihr seht. Den will ich auch mal gern spielen. Aber leider geht das nicht. Leider. Ich will einmal einen Bösen spielen. Böse! Obwohl, bei drei Chain of Memories dürfte man ja Rico spielen. Ob es böse oder nicht ist, ist für jeden. Oh, anders. Und ich sehe da drüben eine Kiste und einen Haufen Herzlose! Ich besiege sie einfach mal so, weil sie schon da sind. Sie geben zwar keine Herzen, aber wenn sie schon mal da sind... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie hier Erfahrungspunkte geben. Also, Erfahrungspunkte kriegt man ja immer nur bei der Abrechnung. Was ein bisschen merkwürdig ist. Also ist das normal? Das heißt, man levelt eigentlich nur, wenn man eine Mission abgeschlossen hat. Sonst ist eigentlich gar nicht. Das macht das ganze Spiel gar nicht so einfach. Generell ist... Oh, ich bin voll. Kann ich irgendwas raushauen? Potion, Potion, Feuerrezept, Potion. Ich nutze das gelbe Potion. Ups! Damit ich das hier nehmen kann. Ein Pyrosplitter. Es gibt zu viele Kisten hier! Am liebsten würde ich jetzt ausleeren, mein Inventar. Damit ich das nicht nochmal holen muss. Aber nein, das geht nicht. Hauk, 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 Hauk. Was in der Kiste? Ein Potion. Gut, dann kann ich eins einsetzen. Aber ich habe keins mehr. Ich habe nur einen Haufen. Bei mir selbst dabei. Aber nichts, was ich jetzt noch mitnehmen könnte. Das ist ein bisschen fies. Die Potions, die ich im Rucksack habe, sind gelb. Alles, was gelb ist, habe ich im Rucksack. Was ist hier drin? Ein weiteres Potion. Also es gibt hier viele Potions. Meine Güte. Okay, es sind hier zwei Kisten mit Potions. Merkt. Und ich glaube, die Herzenssammelgeschichte war da drüben. Da muss ich auch offen. Hier waren wir noch nie zuvor. Guten Tag! Ganz normale Schatzwürfe. Mir gefällt Wald irgendwie. Sieht cool aus. Bis jetzt überhaupt keine Herzen bekommen. Vielleicht hier hinten? Ach, ich glaube, das sieht gut aus. Ups! Achtung! Feuer! Geblockt. Einer ging vorbei. Aua. Huch, Maluxia ist blind. Ja, der ist blind. Der hat so eine Brille über sich. Dann ist er im Zustand blind. Der hört zwar von alleine irgendwann mal auf, aber das dauert auch eine Zeit lang, bis das weg ist. So, hier könnte ich einen Push bekommen. Meine Güte, hält dir viel aus. Ich glaube, die sollte man vielleicht mit Magie angreifen. Ah ja, ich zünd dich an! Ja?
ist viel besser. Woohoo! Und doch, und somit wäre die Mission abgeschlossen. Aber es gibt hier noch was Optionales. Dunkler Tunnel ist geöffnet. Hier ist ein Push. Kann ich jetzt irgendwie... Moment, ich leg mal ein Pyrosplitter ab. Hab das Potion, setz das Potion Moment ein. Und dann was? Hä? Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Na gut, dann leg ich jetzt hier ein Pyrosplitter. Auf ewig! So, wo man nochmal hier Herzen? Also ich habe jetzt 112 Herzen gesammelt, nur durch die paar Herzlosen da. Ich glaube, das war jetzt die Mission, wo ich schon down im Kopf habe. Wo etwas sehr Schweres gab. Ja, ja, ja. Da war doch was! Vorsicht! Ein mächtiger Gegner ist in der Nähe! Gab es das als Text? Ja, das ist die Mission. Oje, 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 oje. Moment! Ich bin bereit! Das wird lustig, Leute. Der ist es. Der Schwungmesser und Schababler aus seine HP-Leiste, er sagt. Oh, du Scheiße! Ah! Zinn! Ach, du Heilige. Nice try!
komm. Danke, Maluxia. Danke. Ach, du Heilige. Leute, hättet ihr so einen Gegner an diesem Tag erwartet? Hust. Ich sammle noch die Kisten ein. Aber, boah, das war richtig schwer, Leute. Also, da heißt es perfektes Blocken. Wenn man das nicht macht, dann macht der Gegner übelst viel Schaden. Das habt ihr gesehen. Das war nicht gerade schön. Die Busche, die ich jetzt sammle, die halte ich mal auf. Weil jetzt werden eh wahrscheinlich keine Gegner mehr kommen. Mit Höchstwahrscheinlichkeit. Und wenn, dann setze ich sie aber sofort ein. Magie habe ich auch keine mehr. Der Gegner hätte eigentlich nebenbei keine Feuerschwäche gehabt, also der hätte ganz normal Schaden erhalten durch Feuer. Das wäre schon ziemlich wenig gewesen im Vergleich. So, ist hier irgendwo noch eine Kiste? Hallo? Kiste, wo bist du? Ist im Wald? Schauen wir mal nach. Oder ist sie hier? Das kann auch sein. Nein. Nicht wirklich. Ja, das Gepiep hier nervt, aber hey. Ich habe jetzt keine Lust, einen Post reinzuhauen. Hui. Wo ist denn die? Letzte Kiste! Hallo! Na super, noch bei Herzlose. Das sollte eigentlich kein Problem sein, auch nicht mit dem HP, den ich habe. Die machen nämlich kaum etwas. Nee, die finde ich nicht. Ich glaube, die suche ich mal später. Das könnte etwas länger dauern. Gut, Leute. Puh, der Part war anstrengend. Ich weiß nicht, wie lange das Video dauert. Ich habe ständig aufgenommen. Ich werde meine ganzen Versuche rauscutten, weil es doch ein paar waren. Hust. Und ja, das war einfach nur krank. Also, mir fällt dazu nichts mehr ein. Es gibt noch mehr solche Gegner, die so etwas abverlangen. Und jeder von ihnen hat eine andere Taktik, gegen die man, naja, die man halt kämpfen muss. Es gibt viele von den Gegnern. Ich glaube, pro Welt eine kann das sein. Auf jeden Fall sehr krass. Dafür gibt es einen Haufen Herzpunkte, einen Haufen Taler und Erfahrungspunkte jetzt am nächsten Level ab. Na bitte! Und ein High Potion und einen Leuchtsplit und einen Mondstein und zwei Feuerrezepte. Ah ja, ich brauche eine Pause.